Hey ho Leute, herzlich willkommen zum neuen Teil von Kingdom Hearts. Letztes Mal haben wir Clayton gelegt und sein fettes Riesenchamäleon. Heute wollen wir uns noch ein bisschen weiter im Dschungel herumtreiben. Wir sind in einem neuen Abschnitt, denn die Gorillas haben uns von da vorne einfach hier hingeschmissen. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich weiß nicht genau, ob das heißt, dass wir jetzt verbannt sind oder so. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum Wasserfall und gucken uns das Ganze an. Okay, das sieht voll schön aus. Kann man hier irgendwas machen? Ach, da kann man hoch. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Diese Kamera, ne? Irgendwann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, erstmal in Ruhe öffnen. Sagt öffnen. So. Okay, hier muss ich wahrscheinlich auch hochspringen. Oh mein Gott. Was ist denn das? Was kann man denn da vorne machen? Okay, erstmal öffnen wir das Ding hier und gucken uns das mal an. Hier gibt es ganz schön viele. Mithril. Ich habe auch noch so viel Kram, den irgendwelche komischen Viecher, die ich noch nicht kenne, irgendwie umwandeln müssen später. Da kann man sich heraufklettern. Ach du meine Güte. Okay, das sieht sehr lustig aus. Ja, dann gehen wir da lang. Oh Gott, ich habe Angst. Ich will hier nicht runterfallen. Orichalkon. Orichalkon heißt das. Okay, ich kenne Orichalkon. Na egal. Orichalkon erhalten. Hoch da mit dir. Die Ranken kennen wir ja schon als Fortbewegungsmethode. Da konnte man auch gerade irgendwie abspringen, ne? Testen wir mal kurz. Was gibt's hier? Oh mein Gott. Ich habe halt Angst, dass irgendwann so der Teil kommt, wo ich fast ganz oben bin, runterfalle und alles nochmal machen muss. Ach du Scheiße. Oh Gott. Komm ich da hoch? Not bad. Der Typ kann echt gut springen, Mann. Hä? Was ist das? Kommen wir von da? Scheint nicht so. Ich gehe hier mal erstmal rein und gucke mir das an. Drei Fragezeichen. Okay, das gefällt mir nicht. Was ist denn das? Oh, das Jane Attack ist auch da. Hier wohnt ihr? Aber das heißt... Hä? Das sieht aber schön aus. Man hört das Rauschen bis hier. Da, Freunde. Sehen, Freunde. Ah, jetzt verstehe ich. Bedeutet Herz. Freunde in unseren Herzen. Herz. Oh, das bedeutet es. Ist das ein Triotech-Ding? Gleiches Herz. Clayton, Herz verloren. Clayton ist ja auch Kacke. Keine Freunde sehen. Kein Herz. Keine Freunde. Tut mir leid, was ich gesagt habe. Oh, jetzt haben sich alle wieder lieb. Und Goofy freut sich. Alle für einen. Das sieht schön aus. Oh, das ist ja... Da passt mal Schlüssel rein. Oh, ist das schön gerade, ne? Ich krieg gleich Pipi in den Augen. Oh, ist das schön. Ich stehe auf sowas. Was ist denn das? Schon wieder so ein Ding für Gummijet? Gehört aber sicher nicht dem König. Okay, steht Tag auf Donald. Oh ja. Oh, das ist schön. Navi-Gumini erhalten. Gumini? Gumini sind diese besonderen Dinger, ne? Okay, wir sind hier wieder bei den Bösen am Start. Was zog die Herzlosen in diese Welt? Der Jäger hatte sie dorthin gelockt.
Seine unstillbare Gier nach Macht war der Köder. Aber es scheint, dass sein Appetit zu groß wurde. Ja, daran hat er sich verschluckt. Ein weichherziger Idiot wie er hatte keine Chance gegen ihn. Okay, also ist er jetzt der Nächste oder was? Jafar? Der hat echt komisch dünne Arme, Mann. Habt ihr das gesehen? Voll so ein Streichholz. Aber der Junge ist ein Problem. Er hat eins der Schlüssellöcher gefunden. Keine Angst. Er wird ewig brauchen, um die übrigen zu finden. Abgesehen davon hat er nicht die leiseste Ahnung von unserem Plan. Hilfe? Genau, die Prinzessinnen. Sie fallen uns in die Hände. Ach so, die angeln sich die Prinzessinnen der jeweiligen Welt, oder was? Kaum redet man davon. Alice! Da ist Alice, sie haben Alice entführt. Kein Wunder, wir konnten Alice nicht finden. Hey, ich will wieder zu dem Wasserfeld zurück, das war voll schön. Dann wollen wir uns mal wieder auf den Weg machen. Wo ist überhaupt euer Schiff? Also, nicht weit weg. Sora, Tarzan, Freunde. Ja, wir sind alle Freundinnen. Simplexus, was ist denn das? Das Schlüsselschwert bezieht seine Kraft aus den Anhängern. Ah, das ist das, was ihr letztens erzählt hattet, ne, was ihr in den Kommentaren geschrieben habt. Jeder Anhänger verleiht dem Schwert neue Kräfte. Die Anhänger werden unter der Menüoption Ausrüstung angebracht. Dann gucke ich mir das jetzt gleich mal an. Ich glaube, ich hatte sowieso... Rote Trio-Tech. Boop. Läuft bei uns, Leute. Läuft bei uns. Heute ist ein guter Tag. Oh nein. Schaut mal diesen Gummistein, der aus dem Loch fiel. Der sieht merkwürdig aus, wofür was der wohl gut ist. Vielleicht kann uns Leon weiterhelfen. Gute Idee, wir sollten zurück nach Traverse fliegen. Ich bin Steuermann. Achso, ja klar. Aber ich bin Steuermann, sagt Sora. Nein, lass den Steuerknüppel los. Und dann jetzt geht das wieder los. Hey, ich habe das Schlüsselschwert. Ich bin auserwählt worden. Na und? Aber nicht zum Piloten. Goofy weiß auch nicht, was er dazu sagen soll. Die fangen wieder an, sich zu zanken. Ja, wir wollen ja nicht zum tiefen Dschungel. Wir wollen nach Traverse. Hä? Oh nee, echt jetzt? Ich muss... Nein, Leute, sagt mir nicht, ich muss erst ins Wunderland fliegen und dann nach Traverse. Ich krieg die Krise, ne? Na gut, was soll's. Whoop! Kam aber ganz schön schnell auf mich zu. Kann man eigentlich auch alle von denen auf einmal einsammeln? Doch, geht! Oh mein Gott! Okay, das wäre jetzt blöd, ich habe ungefähr nichts eingesammelt. Wow! Was ist denn das für ein Ding hier? Warum geht der nicht kaputt? Au! Wow, das hat richtig gut funktioniert gerade. Also ich werde auf keinen Fall Gummijet-Pilot, wenn ich groß bin. War es das? Hallo? Kann ich hier mal ein Turbo einschalten oder so? Wow, warum habe ich jetzt so angekriegt? Aua, was war das? Wo kam das her? Woo! Die Dinger schießen jetzt auf mich oder was? Alter. Ihr wollt Krieg, ihr kriegt Krieg. Vielleicht muss ich meinen Gummijet ja dann doch aufrüsten, oder? Was sagt ihr? Wäre ungefähr gerade total getroffen worden, aber stand da nicht, also okay. Oh shit, oh shit, oh shit. Haben wir es jetzt geschafft? Ich will nach Traverse! Da ist das Wunderland schon. Kaninchenbau oder Herztribunal? Ich glaube, es ist relativ egal. Okay, Weltenkarte bringt mir gar nichts.
Kann ich von hier aus... Angenommen, ich gehe jetzt zur Weltkarte. Oh nein. Oh, jetzt geht's. Oh mein Gott, super. Ich kann direkt durchreisen nach Traverse. Oh. Okay, ich muss hier... Hilfe! Diese Ringe check ich immer nicht. Wie soll man denn da gescheit durchfliegen? Mein Gummijet sieht aus wie irgend so ein Billigspielzeug aus dem Kaugummiautomaten. Vielleicht sollte ich den echt mal ein bisschen sexier machen. So. Alles eingesammelt, sind wir jetzt gleich in Traverse. Bitte. Ich muss doch mal neue Potions kaufen, glaube ich. Shopping in Traverse. So, oh mein Gott. Das ist aber fies. Spawnen auf einmal so viele Steine vor mir. Wäre ich jetzt im TS, würden wieder einige Leute sagen, deine Lampe leuchtet blau, aber ich höre nur Mimimi. Okay, ich kann dieses Ding offenbar nicht zerstören. Oder ich habe es einfach nicht getroffen. Oh doch, geht doch. So, sind wir jetzt gleich da? Wann sind wir da? Ich muss pipi. Aus Weg. Boop, 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 boop. Wir sind gleich Traverse, Traverse, Traverse. Traverse Mitte. Ja, komm, gib uns Traverse Mitte. So, dann gucke ich nämlich erstmal, wie ich mich ausrüste. So, Ausrüstung. Was haben wir denn da? Nachhierreif. Das ist das, was ich jetzt habe, oder? Wo kann ich denn gucken, was es noch so gibt? Moment. Okay, ich gucke erstmal bei Item. Rausholen? Wird aus der Truhe geholt und getragen. Ja, ein Potion können wir uns mal geben. Eigentlich auch nochmal ein Mega-Potion, ne? Ich möchte endlich mehr tragen, ne? Okay, Truhe. Gummi. Wo ist denn jetzt meine Ausrüstung, die ich habe? Diese. Bin ich doof? Moment, habe ich eigentlich eine neue Ability? Wie viel habe ich denn? 3 von 5. Okay, also kann ich davon rein theoretisch was nehmen? Zieht HP und MP Kugeln, Taler und Items magisch an. Dadurch durch doppeltes Ausrüsten auch von Weitem. Das ist dir gut. Jetzt habe ich nur noch einen. Achso, ich hätte mir das hier holen können dafür, aber ist egal. Ich hätte mir, glaube ich, trotzdem Charmeur geholt. Berserker. Steigert in aussichtslosen Situationen vor allem die physische Angriffskraft. Okay. Ablegen. Oh nein, das wollte ich nicht. Goofy kann... Du, 3 kann ich verteilen. Jackpot. Gegner hinterlassen mehr Taler. Durch Ausrüstung aller Mitglieder steigert die Effektivität. Goofy Tackle. Bewusst, das ist super. Ach so, scheiße. Ach so. Ich bin ein bisschen blöde. Jetzt hat Goofy aber, glaube ich, alles, was man haben kann. Jedenfalls zur Zeit. Okay, es gibt noch keine Gruppen-Abilities. Gucken wir nochmal wegen der Ausrüstung. Abwehrkraft steigt geringfügig. Was ist denn Reißzahn? Maximum AP, Angriffs- und Abwehrkraft steigen geringfügig. Das ist ja dann besser als die Protoskette, ne? Ach so, da kann ich jetzt die Anhänger dran machen. Hä? Sind die an dem Ding dann dran? Oder ist das, sieht dann mein Schlüsselschwert so aus? Besitzt eine lange Reichweite, führt allerdings nur selten Volltreffer aus. Was ist hier denn jetzt der Unterschied davon? Kann ich nicht beide tragen? Sieht
Sieht jetzt mein Schlüsselschwert aus wie dieses Ding? Warte mal, das muss ich mal testen. Oh mein Gott, tatsächlich. Das sieht Max hässlich aus. Was ist denn jetzt besser davon? Der sieht echt komisch aus, Mann. Ich dachte, die Anhänger, die bimmeln einfach an meinem Schwert rum. Und verändern nicht das Aussehen davon. Ob ich das jetzt so gut finde, weiß ich noch nicht. Egal, kaufen wir uns erstmal ein paar Items. Willkommen! Willst du etwas kaufen? Ja, ich möchte etwas kaufen. Ich möchte immer noch etwas kaufen. Potion. Ich habe eine Menge Taler. Ihr habt doch mal gesagt... Ach nee, warte. Ah, so. Wie kann ich denn... Ach so. Dann holen wir uns mal, damit ich nicht so oft hierher fahren muss, holen wir uns jetzt mal 20 von denen. Ab in die Truhe damit. Was gibt's hier noch? Ach ja, die Stäbe, meintet ihr, waren ja nicht so gut. High Potion. Das kann man sich auch gönnen. Da nehmen wir uns auch mal ein paar von mit. 6. Ab in die Truhe damit erstmal. So, habe ich auch ordentlich Geld ausgegeben. Mal gucken, was der Accessoire-Laden sagt. Was heißt eigentlich Accessoires? Also, kriege ich da nur so Protis-Kettenkrams und sowas? Aber ich glaube, hier war mal so ein rotes Ding. Ich gehe mal hier kurz hin. Ja, ich habe es mir gemerkt. Wir haben ja die rote Triotech jetzt. Dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt bekommen von diesem Ding. Oh, cool, wir können durch. Ach, ist das die Hintergasse, wo hinter den Kisten noch eine Truhe war? Oh mein Gott, ja, ist es. Wie ich mir das gemerkt habe. Der 4., 5. und 6. Welpe sind nach Hause gelaufen. Juhu! Ein paar Welpen mehr zu Hause. Das ist natürlich cool. Das heißt, da ist eigentlich so ein, da ist jetzt so ein Loch drin. Naja. Oh, Käse. Gehen wir nochmal in den Accessoire-Laden. Gucken, was der Typ hat für uns. Ich will einkaufen. Mal gucken, was der so hat. Aber ich glaube, der hat nichts so richtig Geiles, ne? Und jetzt bin ich auch noch zu arm dafür. Bekommt er später noch bessere Sachen? Das würde mich ja mal interessieren, ob sich das so im Spielverlauf irgendwie ändert. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir weiterlaufen, beende ich die Folge hier mal. Wie fandet ihr das Ganze? Ich muss sagen, dieser Augenblick beim Wasserfall war richtig magisch, war richtig, richtig schön. Ich würde mich jetzt hier halt noch ein bisschen ausstatten wollen in Traverse und dann mal zu Leon dackeln. Ja, ich hoffe, ihr seid dann nächstes Mal dabei. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, vielleicht auch ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.